Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und Kloß im Hals vom Sonntag. Und unser ist gestorben, spielt eben an diesem Mittwoch, also morgen, schon wieder in der Meistergruppe. Man ist im Einsatz beim LASK und ja, das WRC-Spiel ist einfach noch nicht abgehakt. Es tut mir leid, ich weiß, normalerweise versuche ich ja das Ganze ein bisschen positiver anzugehen, das Ganze mit etwas mehr positiver Energie euch da entgegenzubringen, aber im Moment tue ich mir das schwer. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe mir gerade die Pressekonferenz angesehen, eben von Günter Kreisel, Roman Mehlich, Siebenhandel und so weiter. Und ja... Ich finde prinzipiell die Worte von Roman Mehlich ganz gut. Also jetzt in Bezug, er möchte offensiver spielen, das heißt, das Problem wird von Haus aus mal erkannt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt gar nicht so die ganz große Angst vom Auswärtsspiel beim LASK, auch nach der WRC-Leistung. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, mit dieser Spielanlage, die wir aktuell verfolgen, im Moment wird man daran einfach festhalten, auf Teufel komm raus. Hat man auswärts einfach bessere Chancen zu punkten. Es funktioniert ja auch in der Häufigkeit öfter als jetzt zu Hause. Mir bereitet ehrlich gesagt das Heimspiel dann danach schon wieder Sorgen. Da geht es gegen den LASK zu Hause und da muss man schon wieder was tun als Heimmannschaft. Und mit den Dingen, ja, tun wir uns aktuell einfach ein bisschen schwerer. Ja, wie gesagt, zum Spiel die Motivation, die ist auf jeden Fall da, das definitiv. Wenn es sich irgendwie ausgegangen wäre, wäre ich auch gerne nach Pasching mitgefahren, das könnt ihr mir glauben. Also hat nichts mit dem WRC-Spiel zu tun, dass wir zum Beispiel nicht fahren. Ja, aber ich finde trotzdem, dass da mehr kommen muss. Ganz einfach. Also ich glaube schon, weil klar, Günter Kreisel, er hat schon recht, eben bei Sturm findet schnell mal ein Zerfleischungsprozess statt, dass man eben klar immer so den einen Schuldigen raussucht. Da hat er schon recht mit seinen Worten. Allerdings finde ich persönlich ja schon, weil es wurde ja verlautbart quasi, dass man von seitens des Vereins ja nicht wirklich auf die Euphoriebremse oder auf die Euphorie-Tube gedrückt wurde eigentlich im Sommer bei den Transfers. Es wurde aber auch verlautbart, dass eben an der Qualität nicht wirklich was verloren wurde im Sommer. Deswegen hat das schon, finde ich, einen Grund, dass eben die Erwartungshaltung jetzt nicht die allerniedrigste ist. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der größte Teil der Sturmfans wirklich erwartet hat, dass wir sofort um Platz 2 wieder mitspielen. Also ich persönlich bin vor der Saison eher so mit einer Erwartungshaltung so zwischen Platz 4 und ja Platz 3, wenn es gut läuft, gegangen. Platz 2, klar, wenn alles super zusammenpasst, wie in der letzten Saison, war aber unterm Strich nicht zu erwarten. Ich finde es insgesamt trotzdem zu wenig einfach für Sturm, also nur um die aktuelle Situation jetzt mal zu beleuchten. Wenn man in einer, auch es ist die Meistergruppe, es ist schon klar, andere Vereine tun sich noch schwerer mit mehr Budget, Austria, Rapid, alles legitim. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass man sich wirklich nur, weil eben auch nochmal auf die Leistung, bezogen auf die Leistung gesprochen wurde vom Austria-Spiel, also in Wien, was wir 1-0 gewonnen haben, und das Auswärtsspiel in Salzburg, wo wir 1-3 verloren haben. Beim Salzburg-Spiel, okay, würde ich Günter Kreisel auch recht geben. Eine Halbzeit war zumindest in Ordnung, obwohl er meinte, generell die Leistung war in Ordnung. Zweite Hälfte für mich zu wenig, aber gut, Salzburg ist eine andere Kategorie wie wir. Andere Liga, wollte ich schon fast sagen, auch nicht ganz falsch. Aber wenn ich da an die Austria denke, die waren einfach ja, nicht besser, die waren fast noch schlechter als wir. Wir haben konstant verteidigt, das kann man sagen. Unterm Strich war es aber auch der gleiche, relativ ja, langweilige Kick. Unter Anführungszeichen soll sich nicht so disrespektierlich anhören, wie es sich vielleicht tut. Aber es war unterm Strich ein Duell zweier schwacher Teams. Auf Augenhöhe, dass wir mit bisschen Glück gewonnen haben. Und ja, ich finde einfach, das sollte trotzdem nicht der Maßstab sein. Punktemäßig, wenn du in Wien gewinnst, wenn du in Salzburg vielleicht mit Glück irgendwie was holst, okay. Das ist dann alles legitim, das ist dann alles auch in Ordnung, aber trotzdem ist es für mich ja von der Leistung her, von der spielerischen Leistung zu wenig. Das waren keine berauschenden Auftritte und ich finde einfach, man sollte da auch differenzieren zwischen, wenn der Gegner einen auch nicht guten Tag hat, also auch nicht seine Top-Leistung auf den Platz bringt und wie
uns an die Leistung anpassen oder auf Augenhöhe uns befinden. Also das sollte man auch nicht vergessen. Und ich finde, es ist auch Blödsinn, der WAC, klar, hat einen ordentlichen Kader für ihre Verhältnisse. Die spielen auf jeden Fall schon auch einen relativ ordentlichen Fußball, wie ich finde. Aber man muss auch die Gegner nicht so hoch hängen. St. Pölten macht es geschickt beispielsweise. Sie verteidigen gut, sie haben eine kompakte Defensive, aber sie spielen jetzt keinen Hurra-Fußball und sind, auch wenn sich viele Vereine gegen sie schwer tun und ja, auch wir nicht die einzige Mannschaft ist, die sich gegen St. Pölten auch regelmäßig jetzt schwer tut, sind sie trotzdem schlagbar. Und ich denke einfach, nichtsdestotrotz, ich erwarte mir keine Champions-League-Teilnahme, ehrlich gesagt auch nicht wirklich eine Gruppenphase für die Europa League, weil wir aktuell, ich spreche von aktuell, darin nichts verloren hätten aus sportlicher Sicht. Aber ich denke, dass Sturm schon ein anderes Selbstverständnis haben sollte und auch muss. Jetzt nicht nur die Fans. Wie gesagt, es geht nicht immer nur um Champions League, aber dass man einfach gegen Gegner wie Wolfsberg oder St. Pölten gewinnen kann und sollte. Ganz einfach, egal ob auswärts oder daheim, das sollte und muss eigentlich der Anspruch von Sturm sein. Natürlich kann man jetzt diskutieren, vielleicht haben wir nicht mehr Qualität. Das ist möglich. Ich glaube es mittlerweile auch schon fast, dass die Jungs vielleicht wirklich schon irgendwo ihr Limit erreicht haben. Aber ja, der kleine Rebell in mir sagt nein. Ich sage, die Mannschaft kann mehr. Ich glaube irgendwo, die Mannschaft kann trotzdem mehr. Und das muss sie auf dem Platz zeigen. Auswärts beim LASK wäre es doch mal ein starkes Ausrufezeichen, den LASK nicht nur niederzukämpfen, ja, sondern auch einfach mal zu schlagen in Linz und eben als bessere Mannschaft. Ich traue es der Mannschaft zu, aber sie muss es selber auf den Platz bringen. Also von dem her, ja, ist heute nicht die große Euphorie. Mir ist ehrlich gesagt auch wirklich egal, wer auf dem Platz steht, das meine ich ernst, ist egal, wer ausfällt noch, wer spielt. Die Jungs, die spielen, die am Feld sind, die müssen es richten, fertig. Da muss eine Antwort her, denn ganz ehrlich, St. Pölten zu Hause, WAC zu Hause, auswärts aus, das Ergebnis war gut, das Spiel war auch mäßig. Da geht mehr, da muss mehr gehen, denn wenn das, ganz ehrlich, jetzt das Limit von Sturm ist, ja, dann wäre es doch sehr enttäuschend. Und ich glaube eben, dass auch da Roman Mehlich deswegen noch mein Vertrauen, obwohl man wirklich sehr destruktiv oder defensiv besser gesagt im letzten Spiel in die Partie gegangen ist. Deswegen glaube ich trotzdem noch, dass Roman Mehlich der richtige Trainer bei Sturm sein kann. Weiterhin. Denn ich sehe diese gewisse Selbstkritik. Also er merkt selber, dass es nicht alles so super gelaufen, auch mit seinen Wechseln, die ich im Video gar nicht erwähnt habe, da in meiner Wut, sind auf jeden Fall auch zu hinterfragen. Ich denke auch, das hat er gemacht. Und ja, der Trainer allein ist es auch nicht, muss man zugeben. Roman Mehlich ist auch ein junger Trainer noch. Deswegen, ich persönlich habe noch die Geduld. Ich kann aber auch den einen oder anderen verstehen, der sagt, er hat schon langsam die Nase voll, weil der Kick halt wirklich über 90 Minuten, gerade wenn du im Stadion dann auch selber bist, einfach schon zeitweise schwer zu ertragen ist. Hört sich jetzt hart an, aber ist auch die Wahrheit. Und deswegen, mein Appell an die Mannschaft, an die Spieler, an den Verein, an alle, die irgendwie bei Sturm was zu sagen und zu tun haben, nicht nur weitermachen, sondern eben auch, wie gesagt, die Mannschaft nicht in diesem, es passt ja eh schon irgendwie alles, nicht in diesem, in diesem Flow da drin lassen. Also wirklich auch von der Mannschaft eben wirklich auch etwas verlangen, denn wir haben schon eine gewisse Qualität und die muss es auf den Platz geben. Da muss man auch taktisch vielleicht einfach mehr Freiheiten geben, das muss der Trainer entscheiden, aber eben nicht jetzt mit dem Mittelmaß der anderen Gegner zufrieden geben, sondern wirklich immer schauen, was kann ich da selber machen. Also da würde ich einfach sagen, da ist bei Sturm einfach so viel mehr drin, so viel Potenzial, denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind jetzt nicht einer von vielen Clubs in Österreich. Natürlich hat jeder Verein so seine individuellen Sachen, aber allein schon fantechnisch, wie viele Leute das Sturm bewegt und berührt, das gibt es in Wolfsberg oder in St. Pölten einfach nicht und wird es auch höchstwahrscheinlich in dieser Form nie geben. Von dem her verabschiede ich mich, das Video ist viel zu lang geworden, das tut mir leid, aber die Worte haben einfach mal gesagt, gehört aus meiner Sicht und ja, ich wünsche der Mannschaft alles Gute und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal hier bei der Lenz TV in diesem Sinne. Euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die schwarzen Gamer-Burschen! Und bis dann. Ciao, ciao.